Guten Abend zur Münchner Runde. Die Entwicklungen in Russland und in der Ukraine sind für uns alle verwirrend und von hier aus nur schwer einzuschätzen. Doch sie erfüllen viele Menschen auch hier bei uns mit Sorge. Und diese Menschen fragen sich, was will Putin eigentlich? Und reagieren die Europäer, reagiert die westliche Welt richtig, angemessen? Und was bedeutet das für die Zukunft? Wie sieht die Lage wirklich aus? Unter diesen Überschriften wollen wir heute Abend diskutieren mit Horst Tetschik, dem langjährigen Chef der Sicherheitskonferenz in München und ehemaligen Berater von Helmut Kohl. Er sagt, der Preis, den Putin bezahlen wird, wird wahrscheinlich höher sein, als er annimmt. Die ukrainische Journalistin Natalia Fibrik sagt, ich habe Angst, dass Putin sich mit der Krim nicht zufrieden geben wird. Was er als nächstes machen wird, weiß niemand. Der russische Generalkonsul in Bayern, Andrei Grotzow, glaubt, die Mehrheit des russischen Volkes unterstützt die Handlungen meiner Regierung. Und der US-Journalist Brent Goff sagt, ich halte Entspannung nicht für möglich, solange Putin in Russland an der Macht bleibt. Herr Tetschik, in dieser ersten Runde ganz kurz nur ein paar Spiegelstriche. Sind wir in diesen Tagen möglicherweise auf dem Weg zurück zum Kalten Krieg? Also, man hört diese Frage sehr häufig, Herr Gottlieb. Ich halte das für eine müßige Frage, wenn man den Kalten Krieg erlebt hat. Und meine ganze Lebensgeschichte ist geprägt vom Kalten Krieg. Und heute, dann ist der Unterschied Tag und Nacht. Und ich hoffe, dass wir beim Tag bleiben. Und ich bin sicher, dass wir beim Tag bleiben. Frau Fibrik, Sie sagen, Putin ist unberechenbar geworden. Kann man das nicht auch ganz anders sehen und sagen, der Mann weiß genau, was er will? Ich weiß nicht, was er will. Und wenn ich Sie frage, was er morgen als nächstes machen wird, dann bin ich mir nicht sicher, dass Sie auch die Antwort darauf wissen. Weil die große Sorge, die jetzt in der Ukraine ist, dass Putin weitergehen wird. Und vor kurzem hat das russische Parlament offiziell einen Brief an polnisches Außenministerium geschickt, wo man vorgeschlagen hat, die Ukraine zu teilen und dass Polen sozusagen einen Teil der Ukraine bekommt. Und das ist praktisch ein offizielles Angebot. Werden wir gleich noch mal vertiefen, Herr Grotzow. Hat der Kreml die Reaktion des Westens möglicherweise unterschätzt? Oder hat er sie bewusst in Kauf genommen? War ihm das egal? Nein, natürlich. Wir haben also dann die Reaktion des Westens einkalkuliert. Aber wir haben also dann schon mehrmals erklärt, dass die Ängste, die also von manchen westlichen Medien, Massmedien geschürt werden, absolut unbegründet sind. Können wir auch noch vertiefen. Das ist eine These, die Sie aufstellen. Die müssen wir dann noch mal hinterfragen. Herr Goff, der Amerikaner, Ihr Präsident sagte gestern wörtlich, Moskau wird für sein Handeln bezahlen. Ich frage Sie, ist ein solcher Satz hilfreich? Ist das eine Rhetorik, die nützt? Es ist eine Rhetorik, die notwendig ist, weil die ganze Welt erwartet von dem Westen, auch von den USA, dass jetzt das Führung gezeigt wird. Und das ist genau, was Obama mit diesem Satz geliefert hat. Alles Punkte, die wir noch vertiefen werden. Zunächst aber, bevor wir weiterreden, die jüngsten Ereignisse im Schnelldurchlauf. Auf ihn blickt die Welt. Aber wird er die Rolle des Gegenspielers von Wladimir Putin auch annehmen? Vor historischer Kulisse in Den Haag erhöht der US-Präsident den Druck auf Russland und hofft, dass ihm Europa bei diesem Weg auch folgt. Europa und die USA unterstützen gemeinsam die ukrainische Regierung und das ukrainische Volk. Gemeinsam werden wir Russland den Preis für sein Handeln aufdrücken. Europa ist der Grundstein unserer Außenpolitik. Aber redet der Westen wirklich mit einer Stimme? Schon beim Thema Sanktionen, die verschärft werden sollen, könnte es Uneinigkeiten geben. Einig ist man sich immerhin, dass Russland bis auf Weiteres keinen Zutritt zum G8-Club mehr haben soll und ein in Sotschi geplantes Treffen wurde von den Regierungschefs kurzerhand abgesagt. Russland wirkt isoliert. Solange das politische Umfeld für G8 wie im Augenblick nicht vorhanden ist, gibt es G8 nicht, weder als Gipfel, konkreten Gipfel, noch als Format.
Doch die Russen scheint das bisher nicht zu beeindrucken. Der Außenminister aus Moskau hat seine eigene Strategie, mit dem G7-Treffen in Den Haag umzugehen, bei dem Russland nicht mehr eingeladen war. Wenn unsere westlichen Partner glauben, dass sich das Format der G8 überlebt hat, dann werden wir nicht daran festhalten. Wenn dieser Club seine Rolle ausgespielt hat, und das sagen ja einige, dann machen wir halt was anderes. Doch Berichte über starke russische Truppenbewegungen an der Grenze der Ukraine sorgen für Unruhe. Was will Putin? Ja, Herr Teltschik, was will Putin? Hat der Kreml wirklich Sorge und Angst vor westlichem Druck, vor westlicher Einkreisung, oder ist das nur ein Vorwand in der Diskussion? Also wenn man sich die Geschichte Russlands vor Augen führt, dann gab es schon immer auch das Gefühl der Einkreisung und die Sorge vor Einkreisung. Berechtigt? Ja gut, das ist immer eine subjektive Beurteilung, aber denken Sie daran an den Konflikt China-Sowjetunion. Ich habe mal als Student darüber gearbeitet. Wenn Sie heute die Südgrenze Russlands sich ansehen, dort haben Sie den ganzen Gürtel der islamischen Staaten. Und das hat nicht nur mit Terrorismus was zu tun, sondern es gibt zum Beispiel eine Prognose, dass wenn die Geburtenrate Russlands so weiter sich entwickelt wie heute, wird Russland 2050 eine islamische Mehrheit haben im Land. Das muss man sehen. Das heißt, Herr Teltschik, Erklärung dessen, was sich da abspielt, oder auch Verständnis oder beides? Ja, ich habe dafür schon ein Stück Verständnis, weil ich immer meinen russischen Freunden sage, die einzige sichere Grenze, die ihr habt, ist der Westen. Mhm. Ja? Und ich habe kein Verständnis, dass viele Russen heute noch glauben, dass NATO ein Gegner ist. Wir haben schon im Juli 1990 hat die NATO eine Erklärung abgegeben, wir reichen die Hand zur Freundschaft. Wir haben den NATO-Russland-Rat. Clinton hat das. Aber man muss ja den Grund haben, dass man das immer noch so empfindet. Ja, das ist auch zum Teil Agitation, nicht? Man braucht das für die innere Mobilisierung und Begründung. Herr Generalkonsul, fühlt sich Putin möglicherweise vom Westen ungeliebt und zu wenig akzeptiert? Steckt da ein Stück möglicherweise das Gefühl auch des Liebesverlustes dahinter? Ja, wissen Sie, wir haben also dann schon seit Erklärung unserer Unabhängigkeit, also von der Sowjetunion, seit dem Fall der Sowjetunion, wir haben dann Westen also ständig Kooperation angeboten, Vertrauen gefördert und aber wir sehen also kein Entgegenkommen letzten 20 Jahren. Also kein Entgegenkommen. Und man verbreitet nur die Drohungen uns gegenüber ständig. Also sie sind auf der falschen Seite der Geschichte. Sie werden isoliert sein, wenn sie... Warum? Ich erkläre, weil wir eine souveräne, unabhängige Politik verfolgen im Lande und also Außenpolitik. Mhm. Russland hat das Recht auf souveräne, unabhängige Politik immer gehabt, seit Jahrhunderten. Ja. Das war so und das wird auch so bleiben. Mhm. Frau Fiebrig, Putin sagt ja, die Ukraine, das hat er in der Rede ja auch gesagt, die Ukraine soll nicht gespalten werden. Das war ein klarer, nicht deutscher, aber russischer Hauptsatz. Aber die Krim, kann man jetzt ja auch weiter argumentieren, die Krim ist ja schon abgespalten, aus welchen Gründen auch immer. Wie sehr vertrauen Sie dieser Botschaft Putins? Ich vertraue dieser Botschaft überhaupt nicht. Im Winter haben wir eine Jahrespressekonferenz mit dem Präsidenten Putin gehabt. Was heißt wir?
die internationale Presse in Moskau, wo er sehr lange geredet hat. Und es wurde eine direkte Frage gestellt, ob Russland irgendwann intervenieren würde, auf der Krim militärisch. Und da hat Putin das als Quatsch bezeichnet, dass niemals das gemacht werden wird. Jetzt haben wir einen Vorwand, dass russische Minderheit geschützt werden soll. Es gibt aber kein Beweis, kein einziger Fakt, dass den Russen irgendwas passiert ist auf der Krim. Jetzt hat sich die Situation geändert. Jetzt müssen sich die, auch die ethnischen Russen, die das anders vielleicht sehen und das nicht Krim quasi als russisch sehen, müssen sie sich auch schützen. Herr Goff, Sie haben ja einen ziemlich starken Satz auch formuliert. Sie haben gesagt, das habe ich auch eingangs zitiert, also solange Putin sozusagen an der Macht ist, wird es da keine Veränderung geben. Ist das nicht auch eine einseitige Analyse, wenn man sich vor Augen führt, was Putin aus dem Land ja nachweisbar gemacht hat, wenn man zurückblickt auf die Zeit von Jelzin, wo ja sehr vieles am Boden lag, wo die Führung ja zum Teil außer Gefecht gesetzt war durch persönliche Umstände. Ist das so einseitig zu sehen, wie Sie das tun? Ich glaube, das hilft keinem, wenn wir in die Vergangenheit schauen. Ich meine, Putin ist der Anführer seines Landes. Seine Pflicht, seine Aufgabe ist, in die Zukunft zu schauen. Was macht er mit der Volkswirtschaft Russland? Ich meine, wie es jetzt aussieht, wird diese Wirtschaft immer mehr isoliert. Es werden keine Investitionen reinkommen. Die Wirtschaft wird nicht umgeschaltet von einer Rohstoffwirtschaft in eine Innovationsrohstoff. Das heißt, irgendwann, wenn er nicht mehr an der Macht ist, was wird dann seine Geschichte sein, seine Vergangenheit, seine Leistung für sein Land sein? Und wie es jetzt aussieht, wird ein Armutszeugnis sein. Herr Tejcik, also wir sagen ja, oder verschiedene Analysen sagen, russische Bürger hatten dort keine Probleme. Das kann man so bewerten. Das muss man vielleicht auch so bewerten. Dann kann man die Dinge doch auf den Punkt bringen und sagen, das war eine geostrategische Überlegung. Die Krim ist wichtig, die ist machtstrategisch wichtig. Ja, natürlich. Sie haben einen ihrer wichtigsten Marinebasen dort und hatten ja zeitweise die Sorge, dass die Ukraine den Vertrag für diesen Hafen nicht verlängert. Er ist erst unter Janukowitsch dann verlängert worden. Jetzt brauchen Sie keine Diskussionen mit einer ukrainischen Regierung mehr führen. Jetzt haben Sie den Hafen und die Insel und können damit ihre Flotte, die ja auch den Zugang zum Mittelmeer bedeutet, ausbauen und festigen. Das ist für Sie militärisch gesehen ein Vorteil. Sie müssen keinen Dritten mehr fragen, nicht? Frau Fiebrich, die Fakten sind geschaffen mit der Krim. Das wird wohl niemand hier an dem Tisch auch bezweifeln. Das wird auch sich vermutlich nicht ändern, soweit wir jetzt in unserer Generation denken können. Aber trotzdem noch mal die Frage, was darüber hinaus? Sie haben vorhin mir die Frage gestellt, können Sie sich vorstellen, ich kann es mir nicht vorstellen, aber was darüber hinaus stellen Sie sich vor, dass Putin möchte, dass der Kreml möchte? Er möchte ja nun auch in der internationalen Staatengemeinschaft nicht isoliert werden. Das, was er gerade macht, ist ja das Gegenteil. Russland stellt sich gegen die internationale Gemeinschaft und Putin bekommt viel Unterstützung im eigenen Lande. Und ich frage mich, was das eigentlich ist. Ist das irgendwie so ein Komplex, dass wir sind die Größten und uns kümmert überhaupt nicht, was die anderen von uns halten. Das weiß ich nicht, ist mir eigentlich komplett neu. Und wenn wir schon darüber reden, dass für Putin natürlich die Krim so wichtig ist, auch militärisch, das kann ja keine Gerechtfertigung sein für seine Taten. Wenn wir auch so betrachten, dann gibt es in der Ukraine ganz wichtig für Russland auch Gastransportleitung. Und was können wir daraus schließen, dass als nächstes Russland andere Ukraine, quasi das ganze Land angreifen wird? Da ist mir schon etwas nicht gut zumute. Ne? Herr Generalkonsul, das wäre ja nicht das erste Mal in der Geschichte, dass man sich auch einen äußeren Konflikt sucht, ein äußeres Feindbild, um sozusagen die Herrschaft nach innen zu stärken
und zu sichern. Und wenn man sich jetzt die Umfragen in Russland anschaut, gibt ja dieses Verhalten und geben diese Schritte ja offensichtlich dem Präsidenten recht. Wir haben also seit letzten 20 Jahren also kein Feindbild also in unserer Gesellschaft gemacht, um irgendwelche Taten zu rechtfertigen. Also unsere Gesellschaft, also seit den letzten 20 Jahren fühlt sich, also die politische Führung fühlt sich immer wieder betrogen von unseren westlichen Partnern. Und das stimmt auch so. Was heißt denn das, betrogen? Betrogen, ausgenutzt, dass sie da Entscheidungen hinter unseren Rücken treffen. Was und das meinen war Sie da auch konkret das, damit? Bitte sehr, das kann ich also Ihnen so sagen. Also angefangen mit der Wiedervereinigung, dann Jugoslawien, dann... Was war der Betrug bei der Wiedervereinigung? Dass die NATO-Strukturen nicht also die ehemalige Grenze zwischen Westdeutschland und Ostdeutschland überschreiten. In Jugoslawien, in Libyen, in anderen solchen also Krisensituationen. Herr Tejcik, da glaube ich, Sie waren ja Zeitzeuge, Sie waren ja dabei. Ja. Da müssen Sie was dazu sagen können. Ja, da will ich auch was dazu sagen, weil dieses Argument ja auch in den deutschen Medien immer wieder auftaucht. Man muss sich die Situation von 1990 vorstellen. 1990 gab es die Sowjetunion und 1990 gab es den Warschauer Pakt. Und keiner im Westen wäre auf die Idee gekommen, dass ein Jahr später es keine Sowjetunion mehr gibt. Keiner von uns ist auf die Idee gekommen, dass der Warschauer Pakt ein Dreivierteljahr später nicht mehr existiert. Also wie hätte einer im Westen ein Versprechen abgeben können? Das war nicht planbar. Ein Versprechen abgeben können, die NATO wird nicht ausgeweitet. Die Idee war doch gar nicht da. Ja. Das Einzige, was wir zugesagt haben, Herr Generalkonsul, war, dass die alliierten Truppen, die drei Westmächte, nicht auf dem Gebiet der ehemaligen DDR stationiert werden. Und das ist eingehalten worden. Und der Rest ist eine historische Entwicklung, die keiner, weder Moskau noch wir, noch die USA voraussehen konnten und vorausgesehen haben. Herr Generalkonsul, überzeugt Sie dieses starke Argument? Eigentlich nicht, weil wenn also nach der Zerfall der Sowjetunion, wie Herr Tertschu gesagt hat, also ein neues Land entstand und Sie haben akzeptiert, dass wir keine Gegner sind, keine Feinde mehr sind. Wozu brauchen Sie dann NATO-Strukturen, militärische NATO-Strukturen an der Grenze von Ihrem Partner dann? Das muss auch begründet werden. Wir finden also keine Argumente dafür, dass also wenn wir also partnerschaftliche Beziehungen haben zwischen Russland und NATO, damit, dass diese militärischen Strukturen immer weiter zu unseren Grenzen. Damit rücken. Arbeiten Sie etwas auf, Herr Generalkonsul, was ja jetzt auch ein Vierteljahrhundert zurückliegt und da stellt man sich schon die Frage, bewegt das die Russen und die russische Führung immer noch so stark, dass man daraus sozusagen Argumente für einen solchen Schritt jetzt ableiten kann. Aber das ist ein anderes Thema. Herr Goff. Herr Gentner, da muss man doch noch eine Klarstellung dazu bringen. Nicht? Im Kaukasus im Juli 1990 ist die Frage diskutiert worden, NATO-Mitgliedschaft des Vereinten Deutschland, ja oder nein. Und da hat der Präsident der Sowjetunion einen wichtigen Satz gesagt. Nicht nämlich, DDR. Bitte? Nein, nein, nein. Er hat gesagt, Deutschland erhält seine volle Souveränität zurück. Und ein souveränes Land entscheidet allein, ob es einem Bündnis angehören will und welchem Bündnis. Und dieses Prinzip muss für jeden Staat gelten. Und das hat natürlich dann für die baltischen Staaten, für Polen, Ungarn auch gegolten. Sie wurden souverän und haben souverän entschieden. Herr Goff, muss das, Sie treibt es auch was zu sagen, ich verbinde es aber noch mit einem anderen Gedanken. Nun stehen im Augenblick ja russische Truppen an der Ostgrenze der Ukraine. Da fragt sich natürlich der Mensch hier in Deutschland und auch in Bayern, was bedeutet das eigentlich?
Das beunruhigt ja nicht nur uns hier, das beunruhigt offensichtlich, wenn man die Dinge nachliest, die baltischen Staaten, das beunruhigt Polen, das beunruhigt Rumänien, das beunruhigt Ungarn. Wie schätzen Sie das ein? Ist das eine Drohkulisse oder ist das etwas, woraus man weitere Schritte unter Umständen ableiten muss? Das beunruhigt die NATO. Das haben wir am vergangenen Wochenende gehört. Auch von den Top-Kommandanten der NATO, die haben gesagt, es sind jetzt genügend Truppen an der östlichen Grenze Ukraines schon stationiert, gestellt, um eine Vollinvasion von Ostukraine bis zum Westukraine durchziehen zu können. Die Truppen sind da. Es ist jetzt nur eine Frage von was? Von der Anordnung. Wann kommt dann dieser Befehl, marschieren Sie? Und warum sollte das geschehen? Mit welchem Argument? Ich glaube, die Frage ist, warum müssen so viele Soldaten plötzlich an dieser Grenze stehen? Da sollten wir dann Herr Putin fragen. Ja. Ich möchte auch, wenn ich darf, zurück zum Herr Generalkonsul kommen. Sie betreiben hier das Umschreiben von Geschichte, um zu sehen, dass in den letzten 20 Jahren dass Russland immer wieder von dem Westen betrogen wurde. Letzte Woche wurde Madeleine Albright interviewt und sie wurde auch gefragt, stimmt das? Haben wir, der Westen, haben wir Russland immer wieder betrogen? Und sie sagte, ich war in den 90er Jahren immer wieder bei den Sitzungen mit Jelzin. Wir haben gesagt, NATO ist jetzt kein Bündnis gegen Russland. Wir sind offen, wir möchten eine Partnerschaft mit euch abschließen. Kommen Sie bitte zu uns. Was wollen ihr? Yeah. Was wollt ihr? Die Frage wurde immer wieder gestellt. Was wollt ihr? Wir möchten mit euch zusammenarbeiten. Ich meine, das sieht nicht nach Betrug aus. Mhm. Nein, aber es gibt natürlich eine Reihe von Enttäuschungen. Ich würde auch nicht von Betrug reden, sondern von wirklichen Enttäuschungen. Nicht? Ja. Es gab eine Reihe von Angeboten, es gab eine Reihe von Initiativen, die aber keine Antwort aus dem Westen bekommen haben. Mhm. Nicht? Ich will nur ein Beispiel nennen. Putin war, glaube ich, 3 Wochen vor der Entwicklung in Ukraine, vor der Krise in der Ukraine, zum EU-Russland-Gipfel in Brüssel und hat an einen Vorschlag erinnert, den Kommissionspräsident Prodi einmal Putin unterbreitet hat, nämlich eine gesamteuropäische Freihandelszone von Lissabon bis Vladivostok. Mhm. Wenn die EU-Kommission diesen Vorschlag aufgegriffen hätte und gesagt hat, parallel zu den Verhandlungen über eine Assoziation der Ukraine verhandeln wir auch dieses Ziel, glaube ich, hätten wir die Krise vermeiden. Aber was war der Grund? Warum wurde, ich meine, dieser Pakt von Lissabon nach Vladivostok, warum ist das nicht Wirklichkeit geworden? Ja, weil keine Regierung in Europa diese Idee aufgegriffen hat und gesagt, wir wollen das. Ich meine, die Frage habe ich heute Morgen tatsächlich gestellt. Und die Antwort, die ich bekommen habe, war, in Brüssel hatte man einfach Angst, dass ein Land so groß wie Russland, dass die EU in seiner damaligen Form Russland nicht aufnehmen konnte. Es geht nicht um die Mitgliedschaft, absolut nicht. Es geht nicht um die Freihandelszone. Genau. Ja, das ist zu viel, weil das war dass Russland zu der Zeit zu groß und dass diese Transition von Kommunismus. Lass uns doch noch mal die Frage beantworten. Das wäre nämlich jetzt diese Überschrift gewesen, die ich vorhin schon begann mit dem Truppenaufmarsch sozusagen an der Ostgrenze der Ukraine, Frau Fiebrich, aus der Sicht einer ukrainischen Journalistin. Wie schätzen Sie das ein? Sollte die NATO sozusagen an ihren Außengrenzen Präsenz zeigen, so wie das die Verteidigungsministerin von der Leyen jetzt ja am Wochenende auch gefordert hat und was bei uns in Deutschland ja auch schon nicht heftigen, aber doch deutlichen Koalitionsstreit erzeugt hat? Sollte das geschehen, um sozusagen
Haltung zu zeigen? Naja, wie Sie sehen, schon alleine darüber zu diskutieren, bringt ja nichts und bringt viel Streit, auch in, quasi in der, im politischen Berlin und in Deutschland. Ja. Darum, man ist sich in der Ukraine im Klaren, dass gar keiner für Ukraine und für die Souveränität und Unabhängigkeit der Ukraine kämpfen wird, militärisch. Wichtig ist, dass man alle möglichen Instrumente benutzt, um Russland Grenzen zu zeigen, weil heutzutage gilt ja in Europa nicht Recht des Stärkeren, sondern aber dass Russland schafft praktisch diese Fakten, was untragbar sind, finde ich nicht nur für die Ukraine, sondern für die, für Europa. Herr Goff, nochmal die Frage an Sie. Ich habe hier ein Zitat von Ihnen. Sie haben gesagt, wer vor einem Monat nach Gründen für die NATO im 21. Jahrhundert gesucht hat, der hat jetzt diesen Grund oder diese Gründe gefunden. Aber das Leben ist ja immer konkret, politisches Handeln ist konkret. Die NATO ist ja kein aggressiver Militärpakt. Das ist eine Gemeinschaft von pluralistischen Demokratien, die zunächst mal nicht ans Militärische denkt. Also so kann man es, glaube ich, schon sagen. Ja, worauf sollte sich eine NATO in diesen Tagen angemessen vorbereiten? Ich meine, man soll sich erst mal fragen, woher kommt dieses Zitat? Dieses Zitat kommt von Brüsseler Forum, von letzten Wochenende. Und da haben Führungskräfte der NATO gesagt, wir seien selber schuldig daran, dass wir unsere eigene Existenzberechtigung in Frage gestellt haben, weil wir immer mit diesem Denkschema operiert haben. Die NATO braucht einen Feind, und das war die Sowjetische Union. Diese Feinde haben wir seit 20 Jahren nicht mehr. Und es wird immer wieder gefragt, dann wozu brauchen wir die NATO? Und es wurde auch gesagt, wir hatten Schwierigkeiten, da an eine Antwort zu geben. Und er sagte, plötzlich stehen wir da und alle schauen zur NATO und sagen, bitte verteidigen Sie uns. Wir sind dann wieder das, was wir vor 20 Jahren waren. Ungewollt, Herr Gottlieb. Ich glaube, keiner in Brüssel letztes Wochenende hat gesagt, wir wollten diesen Zustand wieder haben. Aber es ist leider so. Die NATO wollte, und ich sage das nochmal, die NATO wollte, dass Russland ein Partner wird. Das ist leider nicht der Fall heute. Herr Generalkonsul, wie schätzen Sie das ein? Ja, das ist, spricht leider nicht die Wahrheit. Also, weil wir waren auch bereit, gute Verbindungen zu NATO, gute Beziehungen zu NATO zu haben. Wir haben ständig vorgeschlagen, in die Formaten, die wir schon geschafft haben, zu arbeiten. Man versucht, irgendwelche Entscheidungen zu treffen und uns als schon geschiedene Sache zu präsentieren, dass sie also entweder so oder nicht so handeln sollen. Mhm. Und sie haben also kein Vetorecht. Also gut, wir haben also kein Vetorecht, das bestreiten wir nicht, also dass wir so ein Veto einlegen können in der Angelegenheit von der NATO. Aber wenn wir also partnerschaftliche Beziehungen haben möchten, dann müssen wir gemeinsam an der Ausarbeitung dieser Entscheidungen beteiligen. Das ist die partnerschaftliche Beziehung. Im anderen Fall, das ist also wie Beziehungen zwischen einem Kaiser und Untertanen. Ja. Nun muss man ja sagen, das kann man so beschreiben, aber die Realität sieht seit ein paar Tagen natürlich anders aus. Die Reaktionen des Westens sind so ausgefallen, wie sie vielleicht nicht vorhersehbar waren oder wie sie nicht so eingeschätzt worden sind von russischer Seite, Herr Tejcik. Für mich ist die Frage, hat man das eigentlich auf westlicher Seite nicht kommen sehen? Gibt es in der außenpolitischen Planung von Regierungen nicht Szenarien, dass man darauf schnell und
präzise reagieren kann. Ich weiß, Journalisten stellen solche Fragen ganz leicht, die stehen nicht in der Verantwortung. Aber Sie waren ja mal in der Verantwortung gestanden. Und muss es da nicht einen Plan A, B und C geben, von denen man jetzt glaubt, sie gibt es nicht? Also der Bouffier von Hessen sagt, ein Akt trauriger Hilflosigkeit des Westens. Also das ist jetzt eine ganz andere Grundsatzdiskussion. Ich persönlich bin schon der Meinung, das sehen Sie auch, wenn Sie im Bundestag sich ansehen, wie wenige außenpolitische Experten wir im Bundestag haben, wie wenig wir im Bundestag oder auch in den Medien über, auch hier in Ihrem Kreis, über außenpolitische Fragen diskutieren. Nicht? Das ist für die meisten kein Thema. Ja, also, weil die innenpolitischen Fragen oft so stark sind, dass sie natürlich die außenpolitischen wegdrücken. Nicht? Eine Frauenquote von 30% ist wichtiger, nicht? Als, oder gut, das ist nicht die stärkste innenpolitische Frage. Okay. Nein. Aber ich weiß, was Sie meinen. Ich meine, das Problem ist, und da muss ich dem Generalkonsul eben leider teilweise auch recht geben, nicht? Nehmen Sie NATO-Russland. Es war Clinton, der Jelzin vorgeschlagen hat, Mitglied der NATO zu werden. Nicht? Der Jelzin hat damals gesagt, das sei für ihn zu früh. Dann wurde der NATO-Russland-Rat gegründet. Putin hat mir mal persönlich gesagt, das war in dem Jahr, als die drei baltischen Staaten Mitglied der NATO wurden. Er hat mir gesagt, er konnte das damals akzeptieren, weil gewissermaßen als Kompensation der NATO-Russland-Rat gegründet wurde. Und es gab ja eine sehr enge Zusammenarbeit bereits NATO-Russland, nicht? Gemeinsame Manöver und alles Mögliche. Und die Bundeskanzlerin hat dann öffentlich auf der Münchner Sicherheitskonferenz erklärt, wir müssen die Beziehungen NATO-Russland weiterentwickeln. Nur es wurde nie konkretisiert. Ja. Und das sind so diese Enttäuschungen auf russischer Seite. Es wurden immer Ankündigungen gemacht, auch zum Beispiel die Ankündigung beim Raketenabwehrsystem voll Russland einzubeziehen, was die Amerikaner inzwischen auch wieder vergessen haben, nicht? Aus welchen Gründen auch immer. Das ist die Fülle von Enttäuschungen, wo die Russen sagen, also so könnt ihr mit uns nicht umgehen. Okay, aber Herr Tschetschen, das sind Fehler. Ja. Das sind Fehler. Man verspricht was oder man kündigt was an und man zieht es dann nicht durch. Ja. Jedes Land macht Fehler. Aber wollen Sie damit sagen, dass das eine Rechtfertigung, Nein. ein Grund Nein. ist für das, was wir heute auf der Krim haben? Der Fehler war, und das ist wieder die Ausgangsfrage von Herrn Gottlieb, wenn man mit der Ukraine über Assoziierung redet, muss man wissen, wie sensibel das in Moskau aufgenommen wird. Und die Frage wäre eben von Anfang an gewesen, kann man nicht beispielsweise das Projekt einer gesamteuropäischen Freihandelszone oder welches auch immer, ein Angebot an Russland haben, was parallel läuft, um Russland die Sicherheit zu geben, wir wollen nicht die Beziehungen der Ukraine zu Russland abschließen. Frau Fiebrig, jetzt an diesem Punkt die Frage an Sie als Beobachterin in Berlin für einen ukrainischen Sender. Reagiert, das ist ja die Überschrift, die wir jetzt sozusagen zu beantworten versuchen, reagiert der Westen angemessen jetzt in dieser Krise? Wir haben das Thema Sanktionen, die sich bisher noch in einem sehr überschaubaren Rahmen halten. Wir haben das Thema Ausschluss aus G8, das jetzt sehr frisch ist, wo der russische Außenminister sagt, das berührt mich oder berührt uns eigentlich sehr wenig. Wie bewerten Sie das? Reagiert der Westen in diesen Tagen angemessen? Wir müssen eben schauen, dass der Westen nicht dieselben Schritte oder dieselben Instrumente benutzt wie Russland. Das sind einfach zwei völlig verschiedene Sachen und das kann man dann kaum vergleichen. Genauso wie vor der möglichen Unterzeichnung des Assoziierungsabkommens, als das noch unter Janukowitsch vorbereitet worden ist, da wurde von Russland ein regelrechter Handelskrieg gegen die Ukraine geführt, was natürlich die Europäische Union niemals machen würde. Und natürlich kann ich jetzt nicht, auch als Ukrainerin, nicht nur als Journalistin, sondern als Ukrainerin, deren Familie da lebt und alle meine Freunde sind da, kann ich natürlich nicht erwarten, dass die Europäische Union und Amerika, der Westen, jetzt genauso wie Russland, weiß ich nicht, grüne Männchen, sage ich so, Soldaten reinführt und sagt, ja, da sind keine Soldaten, da sind keine Ahnung wer. Ja. Das sind eben ganz verschiedene Instrumente. Aber das ist interessant.
Nein, die Kanzlerin sagt nämlich, Frau Merkel, man muss Putin mit Härte und Klarheit begegnen. Gleichzeitig telefoniert sie mit ihm in seiner Sprache und er in ihrer Sprache. Also das sind ja zwei Ebenen, die parallel laufen. Die Ebene der Diplomatie, aber auch die Ebene der diplomatischen Entschlossenheit. Das halten Sie für angemessen? Das halte ich für sehr richtig, genau. Weil gerade die Bundeskanzlerin einen sehr guten Draht zu Putin hat. Ja. Sie hat diese Möglichkeit, noch mit ihm zu reden. Das muss geredet werden. Und die ukrainische Regierung will ja auch diesen Dialog. Bloß die Regierung wird ja von in Russland nicht anerkannt. Es gab ein Treffen vom Außenminister Lavrov mit Herrn Deschitzer, was leider nichts gebracht hat. Herr Goffmann hatte den Eindruck, die deutsche Kanzlerin ist die einzige, die in diesem Augenblick wieder Herr im Europäischen Haus ist. Man hört von wenigen anderen Europäern, auch von Frankreich, im Grunde gar nichts. Man fragt sich auch, wie sehr Obama hier die richtige Tonlage oder die richtige Handlungsachse findet in diesem Konflikt. Was ist zu tun? Er wird das mit Frau Merkel bestimmt abgesprochen haben. Präsident Obama ist der Präsident, den die Europäer immer haben wollten. Er setzt alles auf Diplomatie, reden, nochmal reden, weiter reden, immer noch reden, immer noch reden, reden, reden und als letztes nochmal reden. Ja. Und dann her fast wie in einer Talkrunde. Fast. Und dann her mit den Waffen. Ja? Er ist der Präsident, den wir alle hier in Europa uns gewünscht haben. Und er ruft natürlich die Bundeskanzlerin an und er fragt sie, okay, wie schätzen Sie die Situation ein? Sehr klug, finde ich. Herr Generalkonsul, wie sehr berührt Russland dieser Ausschluss aus der G8-Runde, der gestern erfolgt ist? Sotschi ist jetzt erstmal gestorben, stattdessen soll ein G7-Gipfel dann in Brüssel parallel dazu stattfinden. Kann das wirklich der russischen Führung egal sein? Ist das nicht ein massiver internationaler Imageverlust, möglicherweise auch mit indirekten oder direkten auch ökonomischen Folgen? Kann man das alles so auf die Seite schieben? Muss man nicht sagen, da hat man sich möglicherweise verkalkuliert. Ich kann nur bestätigen, was unser Außenminister gesagt hat. Ja. Also wenn die unsere westliche Partner meinen, dass dieser Format ausgelebt ist, dann soll es auch sein. Also gut, wir hängen nicht also an diesem Format. Es gibt also viele verschiedene Formate, wie wir also zusammenarbeiten können. Das ist UNO-Sicherheitsrat, das ist Nahost-Quartett, das ist also diese Sechser-Gruppe zur Lösung des Iran-Nuklearprogramms und so weiter. Es gibt also viele andere Formaten, wo wir dann zusammenarbeiten können. Herr Tetschik, da wollte ich Sie noch mal fragen, was jetzt auch Außenpolitik, westliche Außenpolitik angeht. Man hat mitunter den Eindruck, dass sagen wir mal, das Verhältnis zu Russland mit begrenztem Liebesentzug zu definieren ist und das Verhältnis zur Ukraine mit heftigen emotionalen Umarmungen. Ich spitze jetzt mal ein bisschen zu. Dafür gibt es sicher auch Gründe. Nur die Frage ist, kann so Außenpolitik funktionieren, die sich ja auch immer Optionen offen halten muss und die niemanden das Gesicht verlieren lassen darf? Ja, erstens muss man einfach nüchtern sehen, dass die Europäer sich in den letzten 20 Jahren eigentlich fast nicht um die Ukraine gekümmert haben. Nicht? Die einzigen, die wirklich Interesse hatten an der Entwicklung in der Ukraine, waren die Polen. Nicht? Der Kwaśniewski, der frühere Präsident, war allein im letzten Jahr über 20 Mal in Kiew. Ansonsten hat sich da keiner sehen lassen. Und der Ball liegt jetzt allerdings auch wieder in der Ukraine. Ich meine, Lavrov hat gestern dem Außenminister der Ukraine ein Arbeitsprogramm mitgegeben. Nicht? Das heißt, und das gilt im Prinzip auch für den Westen, es muss eine vertrauenswürdige Regierung kommen. Nicht? Wir erleben jetzt schon, wie Frau Timoschenko den Klitschko beschimpft und andere.
Klitschko ist schon gar nicht in die Regierung hineingegangen. Er wollte eigentlich eine ganz andere Regierung. Ja. Also müssen Wahlen kommen und es muss eine Verfassung kommen, die jetzt dann auch der russischen Minderheit in der Ukraine gerecht wird. Ja. Nicht? Also eine Art föderatives System. Und da muss man sagen, der Westen muss der Ukraine sagen, hier sind Hausaufgaben zu machen. Wenn die nicht gemacht werden, gibt es auch kein Geld. Milliarden zu geben, ohne zu wissen, wo die hingehen. Nicht? Die Korruption ist unbeschreiblich in der Ukraine. Ja. Und also ich habe da null Verständnis dafür. Darf ich, weil die Zeit viel schneller vergangen ist, als wir es uns wünschen konnten, aber es ist immer ein gutes Zeichen, wenn die Zeit in einer Diskussionssendung schnell vergeht. Sie alle vertreten ja unterschiedliche Nationalitäten und deshalb ist sehr naheliegend, Frau Fiebrich, dass ich Sie am Schluss jetzt frage, welchen Schlüssel, anschließend auch an das, was Herr Tejcik sagt, hält denn eigentlich die Ukraine zur Lösung jetzt dieses Problems bereit? Was sind Sie bereit, als Schlüssel ins Schlüsselloch zu stecken? Ja, wissen Sie, der Maidan und Euromaidan ist ja 3 Monate draußen bei der Kälte gestanden, weil wir gerade das nicht wollten, weil wir diese Korruption und diese Willkür und alles, was wir da hatten, nicht wollten. Und deswegen sind auch mir jetzt, vorgestern ist noch ein Mann gestorben, jetzt 104 Leute ihr Leben abgegeben. Deswegen wollen wir das natürlich auch. Und die Regierung und Kampf gegen Korruption, dafür brauchen wir die Demokratie und Zivilgesellschaft muss unterstützt werden. Jetzt nicht die konkreten Parteien, sondern diese Prozesse. Und natürlich ist es viel schwieriger, weil das Land praktisch in Krieg steckt. Herr Grotzow, was wird Russland tun, um diesen Konflikt nicht weiter zu eskalieren, sondern zu deeskalieren? Wir erwarten auch, dass unsere Partner, also unsere westlichen Partner und auch der Ukraine was dagegen tun werden, um die Situation nicht eskaliert. Wir gehen davon aus, dass die Hysterie muss abgestellt werden. Von unseren westlichen Partnern, die Rhetorik des Kalten Krieges. Was Sie tun möchten? Ich sage also, was wir erwarten. Dass die Rhetorik vom Kalten Krieg also beendet werden soll. Und dann man muss mit der Arbeit beginnen, mit konkreter Arbeit beginnen, zur Umsetzung der Vereinbarungen vom 21. Februar. Danke. Herr Goff, die Amerikaner sind auch gefragt, was tut Obama? Obama tut das, was er bisher getan hat. Er setzt auf seine Verbündete in Europa. Aber er bleibt bei seinen Prinzipien und hofft auf das Beste. Ja. Aber er sieht 2 Clubs jetzt in Europa. Er sieht die EU-Club und er sieht das russische Club. Mhm. Ich habe in den letzten 4 Monaten seit November viele Leute interviewt, genauso wie Frau Fiebrich, gebildete, junge, dynamische, weltoffene, weltgewandte Menschen in Russland und Ukraine. Und die wollen ihr Land enden. Herr Tejcik, was sollte die Kanzlerin, wenn Sie ihr Berater wären, was sollte deutsche Außenpolitik jetzt tun? Die haben eine starke Rolle. Sie hat wahrscheinlich die stärkste Rolle. Sie werden jetzt sagen, die weiß, was sie zu tun hat, aber vielleicht können Sie uns da trotzdem einen kleinen Einblick noch geben am Schluss. Die erste Lektion, die wir jetzt doch hoffentlich begriffen haben, ist die, dass die Europäer eine gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik brauchen. Nicht? Zweite ist, die NATO ist nicht überflüssig. Nicht? Die dritte ist, dass der amerikanische Präsident begreift, es geht nicht nur um Asien. Es geht auch um Europa. Nicht? Und das andere ist, wir dürfen das, was wir zwischen Deutschland, Europa und Russland erreicht haben, wir haben vieles erreicht, dürfen wir nicht gefährden, sondern wir brauchen eine Strategie, wie wir das weiterentwickeln. Ich danke Ihnen, Frau Fiebrig, meine Herren, für diese sehr sachliche, sehr differenzierte, das muss man ja auch mal sagen, es gab ja schon Dutzende dieser Diskussion jetzt zu diesem Thema Russland-Ukraine. Und ich glaube, sie war eine der sachlichsten und eine der differenziertesten. Und dafür danke ich Ihnen sehr herzlich. Und vielen Dank und Wiederschauen für Ihr Interesse.